Wahnsinnsstimmung am Montagabend in Eisenach. Der Pokalsieger ist zu Gast und die Eisenach ja bisher zu Hause ungeschlagen in der Saison. Der Aufsteiger schon 5 Punkte in der Halle zu Hause eingesammelt. Es war von Anfang an das Spiel, was ja mehr Richtung den Eisenachern lief. Manuel Zehnder zur schnellen 3-0-Führung. Die Löwen taten ihnen den Gefallen, kamen nicht in ihr Tempospiel, kamen offensiv zu wenig in ihre Abläufe gegen eine brutal offensive 4-2-Deckung. Nur ganz selten die Löwen mit solchem Tempospiel. Kohlbacher zum 5-5. Die Löwen hatten den anfänglichen Rausch der Eisenacher verdaut und kämpften sich rein in dieses Spiel. Gingen dann Ende der ersten Halbzeit sogar in Führung. Lindenkrone, super 1-1, das 13-11. Aber das hatte Eisenach bis zur Pause schon wieder egalisiert. Es ging mit 13-13 in die Kabine und die Stimmung in der Hermann-Gesele-Halle, wie gesagt, absolut ekstatisch von Minute 1 bis 60. Das muss man mal erlebt haben. Die Löwen gegen diese offensive Deckung. Immer wieder gutes 1-1, immer wieder zu schlechte Abschlüsse. Gustav Davidsson lässt das Ding hier liegen. Und so zeichnete sich in der zweiten Halbzeit ab. Ey, das wird wahrscheinlich echt ein Krimi werden. Hauptdarsteller bei den Eisenachern, na klar, der Kreisläufer. Peter Walz, was für eine Maschine. 23-20, die Eisenacher mit 3 Toren in Front. Der Pokalsieger wackelte aber mal so richtig. Vergab dann einen freien Tempo-Gegenstoß und das war der nächste Angriff der Eisenacher. Die Löwen lassen den Ausgleich liegen und Eisenach zaubert. Der schönste Angriff der Partie, dieser Kemper vom halbrechten Alexander Saul, perfekt abgeschlossen. Die Löwen hatten darauf keine Antwort mehr. Unglaublich viele technische Fehler, kaum Torhüterleistung, nur noch erst Ergebnis Kosmetik. Es war am Ende ein 29-26. Eisenach bleibt zu Hause unbesiegbar und stürzt sogar den Pokalsieger.